Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Ich sitze heute mal in einem anderen, wie sagt man, Setting. Und das Ganze hier, das soll mein Dankeschön für die 70k sein. Und was habe ich gesagt? Ich war so verrückt und habe gesagt, ich werde alle eure Fragen beantworten. Und es sind viele Fragen geworden. Ich werde aber trotzdem sehen, dass wir das durcharbeiten. Ich drücke ein bisschen auf die Tube, aber wir gehen es der Reihe nach durch. Und jeder von euch, der eine Frage gestellt hat, wird sich gleich auch im unteren Teil vom Video wiedersehen. Ihr verzeiht mir, dass ich heute immer so ein bisschen hin und her gucke. Aber irgendwer muss das ja lesen und beantworten. Also, unten seht ihr jetzt die Frage, oben seht ihr mich und ich gucke irgendwie ins Leere. Das ist heute so. Also, auf geht's. Frage 1. Hauptschule, Grundschule, Realschule, Gymnasium. Was unterrichten Sie? Ich habe an der Grundschule gearbeitet, ich habe an der Realschule gearbeitet, ich habe am Gymnasium gearbeitet und jetzt arbeite ich an der Oberschule. Und das muss ich kurz erklären. Oberschule ist in Niedersachsen eine Schulform, die verbindet die Haupt- und die Realschule miteinander. So. Ne? Also bin ich so ein Hauptrealschullehrer. Wie bin ich auf den Beruf gekommen? Das ist eigentlich auch ganz einfach. Ich war eigentlich Bankkaufmann nach meinem Abitur. Das fand ich so stinklangweilig, dass ich mich dann doch entschieden hatte, Lehramt zu studieren und bin damit auch bis heute immer noch sehr, sehr glücklich und bin froh, dass ich es gemacht habe. Das war auch meine erste Idee nach dem Abitur, aber meine Eltern meinten, Junge, lern doch was Vernünftiges. Tja, bin ich halt doch Lehrer geworden. So, Technik. Auf geht's. Wie heißt dein Hund? Das ist einfach. Ihr kennt meine Blondine. Mein Hund heißt Angus. Und Angus geht mit mir immer Gassi. Deswegen die Gassi-Videos. So, wie lange sind Sie schon Lehrer? Sind die Kinder im Laufe der Zeit immer fauler und dümmer geworden? Die Prüfung immer leichter? Also Lehrer bin ich jetzt 11, 12 Jahre. Okay. Und ich muss aber tatsächlich sagen, in dieser Zeit hat sich die Schülerschaft tatsächlich verändert. Ja, das muss ich sagen. Und man kann schon sagen, dass das Leistungsniveau eher abgenommen hat. Jetzt kann ich aber nicht sagen, dass Schüler dümmer geworden sind. Ich arbeite ja praktisch in der Haupt- und in der Realschule. Ich vermute eher, dass sich das Verhältnis verschoben hat, dass also die früher an der Realschule waren, heute tendenziell eher zum Gymnasium gehen und dass deswegen gefühlt das Niveau gesunken ist. Aber da müsste man sich eine Studie zu angucken. Bin da so zwiegespalten. Magst du Geländewagen? Und wenn ja, welchen besitzt du? Tja, tatsächlich fahre ich ein absolutes olles Auto, hier so ein Caddy, also nichts Besonderes, wo man hinten so einen Kinderwagen und einen Hund reinstellen kann, aber ich habe trotzdem einen Geländewagen. Allerdings ein bisschen anders. Das hier ist mein Geländewagen. Ihr wisst, ich habe ein komisches Hobby und mein Hobby ist, am Wochenende mit kleinen Geländewagen durch den Wald zu fahren. Total super, hört sich komisch an, aber macht ganz viel Spaß. Hat auch was mit Löten, Technik, Motor, Akku und so zu tun. Super. Nächste Frage. Wie heißt deine Schule? Übrigens, Ehrenmann, finde ich, ist der beste Kommentar überhaupt. Und man muss sagen, meine Community ist tausendmal cooler als die Kommission des Jugendwortes. Das hier Ehrenmann gehört jetzt ja zu den Favoriten des Jugendwortes diesen Jahres. Aber meine Community, die schreiben das schon seit 2 Jahren auf. Also, wir sind die coolsten und meine Schule heißt ganz einfach Oberschule. Sprechen meine Schüler mich auf meinen YouTube-Kanal an? Dalo, ja, das kommt doch relativ häufig vor. Man muss aber auch sagen, je länger ich an der Schule bin, umso langweiliger wird das für alle Beteiligten. Im ersten Moment ist es irgendwie komisch und ungewohnt und dann kommt auch noch so, hallo. Aber mit der Zeit juckt das keinen mehr. Das ist dann irgendwie normal. Nächste Frage von Philipp. Wie bist du zum Lehrerjob gekommen? War es dein Wunschberuf? Und da ist meine Antwort ganz klar, ja, das war mein Wunschberuf. Ich habe aber erst noch was anderes ausprobiert. Ich sagte es gerade, ich habe Bankkaufmann gelernt und bin wirklich froh, dass ich heute Lehrer bin. Und das war die richtige Entscheidung. Das ist mein Beruf. Das habe ich alles richtig gemacht. So, Lord Voldy, mögen Sie Harry Potter? Naja, natürlich, wer mag Harry Potter nicht? Ich habe alle Bücher gelesen, zum Teil auf Englisch, weil man immer so lange warten musste, bis sie nach Deutschland kamen. Also, super Buchreihe, tolles Märchen. Wobei ich finde, dass die ersten Bücher besser waren als die letzten. Aber insgesamt einfach ein schönes Märchen. So, weiter geht's. Wie lange bist du schon Lehrer? Also 11, 12 Jahre. Ich habe
keinen Bock, es nachzugucken, aber so auf jeden Fall mehr als 10. Finden Ihre Schüler Ihren YouTube-Kanal cool? Ja, eindeutig alle. Eindeutig. Braucht man nicht weiter drauf eingehen. Nein, natürlich wird es bestimmt auch welche geben, die das doof finden, und das ist auch völlig in Ordnung. Es gibt auch ganz viele YouTube-Kanäle, die ich saublöd finde. Also wirklich saublöd. So, nächste Frage von Manuel. Was war Ihr Traumberuf? Lehrer? Also tatsächlich, ich wollte schon als Schüler Lehrer werden. Das war tatsächlich so. Tja, also alles richtig gemacht. Nächste Frage. Mein Zeugnis in der 10. Klasse. Durchschnittlich. Also absolut durchschnittlich. Ich habe auch ein durchschnittliches Abitur gemacht. Ich habe tatsächlich mich erst endlich in der Uni so richtig auf den Arsch gesetzt. Und das ist auch ganz einfach zu begründen. Ich musste in der Schule immer diese ganzen Fächer lernen, die mich so überhaupt nicht interessiert hatten. Und an der Uni, da durfte ich zum ersten Mal diesen ganzen Rotz, der mich nicht interessiert hat, weg. Und ich musste nur noch das machen, worauf ich Bock hatte. Das fand ich super an der Uni. Nur die Fächer, auf die du Bock hast. Toll. Nächste Frage. Was unterrichtest du für Fächer? Im Moment unterrichte ich ausschließlich Politik. Das ist allerdings das erste Mal, dass ich ein Jahr lang kein Mathe unterrichte. Sonst unterrichte ich eigentlich immer Mathe plus X. Also Mathe Politik, Mathe Erdkunde oder Mathe Physik. Das sind meine Fächer. Nächste Frage. Ja, also gab es das schon mal, dass ich zur Schule gekommen bin und dass ich dort erkannt wurde? Ja, das passiert tatsächlich immer häufiger und das ist für mich immer noch eine ungewöhnliche Situation. Also manchmal brüllt mir auch einer auf der Straße, hi, Lehrer Schmidt, entgegen. Das ist irgendwie eine komische Situation, aber wir meistern das. Ich musste sogar schon mal ein, Autogramm schreiben. Cool, oder? Nein, voll nicht. Nächste Frage. Wie wusstest du eigentlich, dass Mathe das Richtige für dich ist? Und was hast du studiert? Ja, also tatsächlich war das ganz einfach. Ich habe meine Lieblingsfächer studiert. So einfach war das. Ich habe aber ganz lange überlegt, ob Biologie oder Erdkunde. Und ich habe mich glücklicherweise für Erdkunde entschieden. Erdkunde war super. Bio wäre bestimmt auch toll gewesen, aber Erdkunde war spitze. Nächste Frage. Wie bist du auf die Idee gekommen, mit YouTube anzufangen? Und die Geschichte muss ich euch erzählen. Die ist wirklich wahr, nicht ausgedacht. Ich habe vor 3,5 Jahren eine stinkfaule, groß an die Leute, stinkfaule 10. Klasse gehabt. Die waren super nett, ganz toll, wir waren irgendwie nur 14 Leute, war super, aber die haben nie Hausaufgaben gemacht. Und zwar immer mit der gleichen Ausrede. Die haben immer gesagt, ja, wir würden das ja tun, aber wir haben das nicht verstanden, du hast das so schlecht erklärt. Ja, und dann habe ich mich hingesetzt und habe tatsächlich die Hausaufgaben auf meinem Handy aufgenommen. Total wackelig, schlechtes Licht, schlechter Ton, alles Mögliche. Und habe es auf den Schulserver hochgeladen. Das hat auch geklappt, weil ich tatsächlich genau die Aufgaben, die Hausaufgabe waren, dann auch mitgeliefert hatte. Und ich hatte den Schülern dann den Link geschickt. Und dann ging das nicht mehr so gut mit keine Hausaufgaben. Und das hat auch wirklich ganz gut geklappt, bis tatsächlich der Schulserver so voll war, dass mein Schulleiter gesagt hat, na, das geht so nicht, du müllst uns ja den ganzen Server voll. Und dann brauchte ich etwas, wo ich kostenlos große Datenmengen hochladen kann. Und das war tatsächlich YouTube. Bei YouTube kannst du viel Schrott hochladen, wie du willst, ohne Begrenzung. Und tatsächlich bin ich deswegen auf YouTube gelandet. Und dann waren diese damalige Klasse, die Schlingel, die haben dann die Links verteilt. Eigentlich waren das alles, wie nennt man das, nicht sichtbare Links. Es ging mir eigentlich nur ums Verteilen in der Klasse. Aber irgendwann hatte ich mehr Klicks als Schüler in der Klasse. Und dann musste ich da mal nachfragen und dann stellte sich heraus, dass sie die Videos an Freunde, an andere Schulen geteilt hatten. Und dann habe ich dann irgendwann auch gedacht, ja komm, jetzt kannst du auch öffentlich stellen. Aber dieser Zeitraum von Anfang bis zu den ersten 100 Subs, wie man heute sagt, also Abonnenten, das war, ich glaube, ein halbes Jahr. Und im ersten Jahr war gar nichts los. Also ungefähr nach einem Jahr habe ich 1000 Abonnenten gehabt. Und die Klickzahlen waren also absolut unterirdisch. Man kann sagen, das war also durchweg Motivation, diese Idee von meinem Kanal umzusetzen. Am Anfang gab es da wirklich überhaupt keinen Erfolg, gar nichts. Nächste Frage. Ja, ich glaube, ich habe es gerade beantwortet, ne? Also hatte eine Klasse, die viel Unterstützung brauchte. Kappen tragen in der Schule, finde ich, geht gar nicht. Finde ich einfach assi, muss ich einfach sagen. Ihr könnt so viele Kappen aufsetzen, wie ihr wollt, aber Kappen in der Schule, finde ich, geht nicht. Juristische Belehrung, habe ich mir sagen lassen, ist, tatsächlich kann man sie aufsetzen, wenn es nicht in der Schulordnung anders geregelt ist.
Aber meine persönliche Meinung, ich finde es assi, muss ich einfach sagen. Ist genauso wie Jogginghosen. Ich finde, Jogginghosen geht echt gar nicht. Boah. Nächste Frage. Oh, hier, Zucker, Zucker, Zucker. Was war damals Ihr Lieblingsfach? Hobby. Hobby habe ich dir gerade gezeigt. Ich fahre mit kleinen Autos durch den Wald und YouTube ist auch ganz klar mein Hobby. Das macht mir ganz viel Freude. Und mein Lieblingsfach in der Schule? Ja, Politik, Erdkunde, Mathe. In beliebiger Reihenfolge. Es war immer ein bisschen themenabhängig. Politik fand ich super, Erdkunde war spitze. Ich mochte aber auch Bio, aber generell eher so Mathe, Naturwissenschaften. Das war so mir lieber. Aber ich mochte eigentlich vieles. Das war immer nett. Nächste Frage. Was machst du mit Schülern, die Quatsch machen? Also, ich muss tatsächlich sagen, ich habe sehr wenig Disziplinprobleme. Aber ich kann fürchterlich gut motzen. Das muss ich auch sagen. Kommt aber tatsächlich selten vor. Also ist wirklich super selten, dass ich mal laut werde. Und eigentlich klappt das immer ganz gut. Muss ich doch sagen. Nächste Frage. Sind Sie schon mal laut geworden? Hier perfekt abgestimmt. Ja, natürlich. Hier schon mal komplett ausgerastet. Klar. Passiert. Man sagt immer so, nein, das soll man nicht, ist auch richtig. Wer schreit, verliert, sehe ich genauso, aber ist mir auch schon passiert. Ich habe auch schon mal einen richtig rund gemacht. Tat mir hinterher dann auch leid, aber manchmal ist die Situation so und dann, ja, dann ist das so. Aber hinterher, man vergisst ja auch schnell wieder und dann ist auch wieder gut. Nächste Frage. Wieso sind Sie so cool? Das ist ganz einfach. Ich mag total gerne kalte Getränke. Nächste Frage. Wie bist du drauf, ja, YouTube zu machen? Alles klar, hatten wir schon. Lügenlord, schöner Name. Also, das war tatsächlich, meine Schüler waren schuld. Nächste Frage. An welcher Art Schule unterrichten Sie? Ich hatte schon gesagt, Oberschule. Das ist also so eine Mischung aus Haupt- und Realschule. Und ich unterrichte in der Regel immer die Älteren, also eher so die Abschlussschüler, Klasse 9, 10. Wie alt bist du eigentlich? Ich bin der biblische 39 Jahre alt. Nee, gar nicht wahr, 38, aber bald 39. Also, Jungspund. Nächste Frage. Ach, die Frage hatten wir gerade. Also tatsächlich unterrichte ich in der Regel die Neunt- und Zehntklässler. Ich nehme kein Abitur ab. Ich habe nicht diesen Sekt-2-Abiturlehrer studiert, sondern meine Berufsbezeichnung hieß mal Grundhaupt- und Realschullehrer. So ist das. Nächste Frage. Welchen IQ hast du? Das finde ich ist jetzt schon mal die geilste Frage. Und ich glaube tatsächlich, besonders helle, nein, das bin ich nicht. Ich bin aber fleißig und hartnäckig. Und ich glaube, das ist manchmal viel wichtiger, als dass man besonders schlau ist. Also, durchschnittliche Blimsbirne. Nächste Frage. Wie habe ich die 70k geschafft? Maria, kann ich dich grüßen? Ja, ich kann dich grüßen. Ja. Gestaltest du deine Videos nach 70k anders? Ja. Und nein. Also irgendwie sehen meine Videos immer noch genauso aus wie mein allererstes Video. Und ich habe mein allererstes Video immer noch auf Lager. Und ich habe mir überlegt, wenn ich tatsächlich die 100k erreichen sollte, dann werde ich den Ausschnitt nochmal zeigen. Ich muss aber zugeben, ich habe die alle schon weggeräumt und heimlich gemacht, weil sie doch ein bisschen peinlich sind. Aber groß verändert haben sie sich eigentlich nicht. Sagen wir mal, ich habe mich mit der Zeit nach 1600 Videos ein bisschen professionalisiert. Aber so war das halt. Nächste Frage. Welche Fächer unterrichten Sie? Also Mathematik, Physik, Erdkunde. Das sind so meine Schwerpunkte. Ich mache aber auch sehr gerne Politik. Nächste Frage. Ja, das ist so. Ich habe Schüler, die meinen YouTube-Kanal kennen. Das ist aber nach einer kurzen Kennenlernphase auch nichts Besonderes mehr. Es gibt Schüler, die gucken das regelmäßig. Gibt auch immer mal einen, der ruft so: Hey, Lehrer Schmidt, Glocke aktiv, ne? Abo dalassen, aber alles scherzhaft und nett. Und aber es wird mit der Zeit völlig normal und irgendwann ist das überhaupt kein Thema mehr. Wieso verstehe ich bei Ihnen alles und bei meiner Mathelehrerin nur so semi-gut? Tja, das ist meine magische Aura. Nein, glaube ich tatsächlich nicht. Es gibt wahrscheinlich einfach verschiedene Lerntypen. Und ich glaube, der Unterschied zwischen deiner Lehrerin und mir ist, dass du freiwillig zu mir kommst und in dem Moment, wo du Bock auf Lernen hast, biete ich dir meine Videos an. Und im Matheunterricht morgens hast du vielleicht einfach keinen Bock. Ich glaube, dass das, also diese Motivation, ich glaube, das ist viel wichtiger als die Art, es zu vermitteln.
Aber da kann man verschiedener Meinung sein. Dennoch denke ich, es gibt immer einen Schüler und einen Lehrer oder eine Kombination aus beiden, die besser oder schlechter zusammenpassen. Was nicht immer heißt, dass ein schlechter Lehrer schlecht ist und ein guter Lehrer gut ist. Manchmal passt nur die Kombination einfach nicht. Nächste Frage. Also, ich habe schon gesagt, wie bin ich auf die Idee gekommen? Ich hatte eine stinkfaule Klasse und wollte die an die Arbeit kriegen. Gruß an meine alte Klasse. War sehr schön mit euch. Nächste Frage. Warum bist du Lehrer geworden und warum hast du mit Lernvideos angefangen? Lehrer bin ich geworden, weil es mein Traumberuf war und weil ich Bankkaufmann so langweilig fand. Das war nicht schlecht, das war einfach nur langweilig. Und ich wollte nicht immer so nett sein. Immer dieses, ah ja, ja, Wetter. Also dieses Bankergeschwätz, das wollte ich einfach nicht mehr. Ne? Wisst ihr, wie wir das damals gelernt haben? Kann ich euch mal erzählen. Es gab die Dreierformel: Kontakt, Information, Verkauf. So habe ich Bankkaufmann gelernt. Immer verkaufen, verkaufen, verkaufen. Und das wollte ich nicht mehr. Ich wollte was Vernünftiges machen. Und ich war auf so einer kirchlichen Schule und da habe ich auch sozial einen mitgekriegt. Und da muss ich sagen, war Lehrer einfach besser. Und ist es heute noch. Lehrer ist super. Und Lernvideos habe ich jetzt schon erzählt. Nächste Frage. Was war das Fach, was ich am wenigsten mochte? Ha, da könnte ich dir ein paar mehr aufzählen, aber ich würde sagen, der absolute König meiner Hassfächer war Latein. Ja, Latein war echt scheiße. Nächste Frage. Womit schneiden Sie Ihre Videos? Mit Adobe. Aber ehrlich gesagt ist mir das total egal. Ich könnte es auch mit Magix machen. So aufwendig sind meine Videos nicht, aber irgendwie habe ich mich an Adobe gewöhnt. Aber eigentlich ist mir das egal. Ob ich da ein Tutorial zu machen kann, habe ich glaube ich schon mal gemacht. Hat sich eigentlich auch nichts verändert. Ob meine Schüler mich abonniert haben, also bemerkbar macht sich das nicht. Ab und zu ist da mal ein Kommentar, der eben vermuten lässt oder der signalisiert, aha, ist ein Schüler aus meiner Klasse. Aber kommt eher selten vor. Nächste Frage. Ganz normal. Also, wie reagieren meine Schüler? Am Anfang ist das irgendwie ein kleiner Hype, aber nach ein paar Tagen oder Wochen ist das total normal. Es gibt immer ein paar, die finden das toll, weil die machen dann auch YouTube, irgendwie so geiles Gaming oder Vlogging oder so ein Mist. Aber naja, so ist das halt. Nächste Frage. Jasmin, ob ich dich grüßen kann? Ah, weiß ich nicht, Jasmin. Hi. Nächste Frage. Frage, was für eine Schule, also Gymnasium, Real oder Haupt? Wenn du es so auseinander nimmst, würde ich sagen, ich arbeite sowohl an der Real- als auch an der Hauptschule. Also im Realschulzweig und im Hauptschulzweig einer Oberschule. Nächste Frage, duzen oder siezen? Das ist ganz einfach. Sobald du mein Kollege bist, duzt du mich und davor siezen. Nach dem Schulabschluss gucken wir nochmal. Ja, aber du hast natürlich recht, es ist auf YouTube manchmal schwierig, ne? Und zu meinen Ex-Schülern habe ich tatsächlich in der Regel einen guten Kontakt. Ich will ja auch wissen, was mit denen passiert. Wisst ihr, ich bin ja nicht neugierig, ich will halt nur alles wissen. Und es ist halt schön zu sehen, wie die ihren Lebensweg gehen. Und ihr kennt das ja auch, die kommen dann nochmal zurück in die Schule, man unterhält sich, wie läuft die Ausbildung, die Schule, wie geht's weiter. Und ich habe auch schon ehemalige Schüler, die schon Kinder haben. Also es ist wirklich interessant. Und es ist eigentlich erschreckend, wie schnell man alt wird. Nächste Frage, das hört sich jetzt ein bisschen Oma-mäßig an, das streichen wir wieder. Abi-Schnitt? Oh, sag ich nicht. Einmal ganz okay. So, weiter geht's. Was haben Ihre Eltern dazu gesagt, dass Sie Lehramt studieren? Ja. Witzige Sache, also das muss ich sagen. Also, mein Vater hat damals die Hände über den Kopf zusammengeschmissen und gesagt: Junge, 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 ey, Banklehre gemacht, Abitur gemacht und jetzt. Lehramt, so ein Dreck, Lehramt. Mach doch was Vernünftiges, Junge. BWL, VWL, Jura, aber Lehramt. Aber heute sieht er es auch anders. Ich glaube, heute ist er auch ganz froh, dass ich Lehrer geworden bin. Aber damals also meine Eltern haben mich immer unterstützt, das war keine Frage, aber man kann schon sagen, das war nicht das Wunschstudium. Ne? Wer will schon so einen Lehrer zu Hause haben? Nächste Frage. Waren Sie früher fleißig und motiviert? Oder demo? Nein, das muss ich schon sagen, ich war eigentlich schon immer fleißig, aber meine Motivation war ganz stark abhängig vom Interesse. Wenn ich ein Fach doof fand, dann ja, schon aufgepasst, dass es keine 5 wird und in der Regel eine 3, alles gut. Aber die Fächer, die mich interessiert haben, da habe ich richtig Gas gegeben. Und das Rest, ja, da wusste ich immer, irgendwann kannst du es abwählen oder du bist es los. Ne? Das waren so Fächer so. Würdest du, wenn
YouTube-Einnahmen möglich wäre, Vollzeit-YouTuber werden. Nein, auf gar keinen Fall. Ich werde Lehrer bleiben. Das finde ich super. Das ist mein Job. Das finde ich toll. Und selbst wenn YouTube mal so brummt, dass da mal ein Euro bei überbleibt, dann wäre das immer Abteilung Hobby. Ich bleibe Lehrer. Das ist einfach mega. Übrigens, Lehramt studieren ist eine super Sache. Wir brauchen immer Leute. Ne? Lehramt, Lehramt. Weiter geht's. Haben Sie eine gewisse Intention, die Sie Schülern auf den Weg mitgeben möchten? Ja, die habe ich unbedingt. Und mir ist das wichtig, dass man im Laufe der Zeit so eine Lehrer-Schüler-Beziehung aufbaut. Und ich sage den Kindern immer, Leute, guckt nicht aufs Geld. Das ist auch wichtig, aber nicht nur wichtig. Eigentlich ist es wichtig, dass du einen Job suchst, auf den du Bock hast und dass du irgendwie ein guter Mensch wirst. Und das finde ich ganz wichtig. Das ist nicht wichtig, ob du ein Abitur, Realschule, Studium, das spielt alles keine Rolle. Viel wichtiger ist, dass du einfach ein feiner Kerl oder eine feine Dame bist. Das finde ich ist wichtig. Einfach so dieses guter Mensch. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Nächste Frage. Siezen oder duzen? Hatten wir gerade. Und dass du schon seit 1000 Abos dabei bist, das finde ich super. Dann kennen wir uns nämlich jetzt schon so knapp 2,5 Jahre. Da müssen wir doch bald mal übers Du nachdenken, lieber Johnny. Nächste Frage. Oh, viel Text. Viele Fragen. Schauen wir mal. Wie viele Kinder hast du? Eins Kind. Was sagt deine Familie dazu? Meine Frau unterstützt mich da. Anders geht das auch nicht. Weil wir praktisch immer so die Freizeiten, wenn meine Frau unterwegs ist oder was, das nutze ich, um Videos zu machen. Viel passiert auch abends. Das ist schon so an Familie und Beruf angedockt. Und ihr merkt das manchmal auch. Meine Videos kommen manchmal so aus der Reserve. Es gibt Tage oder Wochen, da habe ich viel zu tun, da kann ich keine Videos machen. Und an anderen Tagen habe ich dann, oder in den Ferien habe ich dann Zeit, da drehe ich dann manchmal 3, 4 Videos am Tag und dann habe ich immer so ein paar auf Lager. Was meine Schüler dazu sagen, ja, ich denke, ein paar finden es gut, ein paar ist das egal und ein paar finden es doof. Also ganz normal. Wie kam ich dazu? Habe ich erzählt. Ich bin kein Alleslehrer, nein, ich habe das auch schon erzählt, mehr so Naturwissenschaften. Was habe ich für eine Religion? Ich bin, wie sagt man so schön, römisch-katholisch, war auch auf der Klosterschule, also rundum, was sagt man, christlich geprägt. Wobei ich, ob das eine Rolle spielt, ich weiß nicht. Manchmal denke ich wirklich ganz ehrlich, manchmal denke ich so. Ohne Religion alle, ne? Oder Religion als Privatsache, da kann man auch mal drüber nachdenken. So, sind Sie ein guter Schuldirektor? Das kann ich dir nicht sagen. Das müssen die entscheiden, die das mit mir aushalten müssen. Wollte mal ein Schüler mit Ihnen ein Video machen? Ja, tatsächlich. Ich habe auch schon mal eine YouTube-AG angeboten. Mal gucken, vielleicht mache ich das irgendwann mal wieder. Aber natürlich mit Unterschriften einsammeln, Eltern fragen. Ihr wisst, in der Schule ist alles ein bisschen komplizierter, ne? Wie sich das gehört. So, Sophia, das waren deine Fragen. Nächste Runde. Herzlichen Glückwunsch, wissbegierig Fragen stellen dürfen. Hast du eigene Kinder? Ja, eins Kind. Nächste Frage. Würdest du auch in der Schule unterrichten? Ja, das mache ich jeden Tag. Nächste Frage. Oh, hier ist irgendwie kleiner jetzt geworden. Na gut. Hallo, hier ein paar Fragen. Sind Ihre Eltern auch Lehrer? Nein, nein, nein. Ich bin tatsächlich der erste Verwirrte aus der ganzen Familie, der jemals Lehrer geworden ist. Haben Sie Kinder? Ja, eins Kind. Weiter geht's. Ältere Zuschauer. Ja, ich würde sagen, ich habe tatsächlich mehrere ältere Zuschauer. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Und ich bekomme auch oft E-Mails, das ist auch ganz interessant. Die sind immer sehr nett, da freue ich mich auch immer drüber, wo mir dann also auch ältere Herren, manchmal auch Rentner schreiben, hey, super Kanal, ich besuche das gerne, Wissen auffrischen. Oder ich bekomme auch E-Mails von Müttern und Vätern, die sagen, Mann, das macht Spaß, mit meinen Kindern gemeinsam zu lernen. Da freue ich mich immer drüber. Und wer mir eine E-Mail schreibt, kriegt auch immer eine Antwort. Ne? Wie bei den Kommentaren, das gehört sich einfach so. Nächste Frage. Wir sind übrigens schon bei Frage 50. Ne? Wir haben es bald geschafft. Na, ihr wisst, 70k. Okay. So, Frage. Wollten Sie immer Lehrer werden? Antwort eigentlich ja. Ich bin aber zwischendurch 3 Jahre in der Bank umhergeirrt. Aber eigentlich wollte ich tatsächlich immer Lehrer werden. Nächste Frage. Was sagst du dazu, dass das Lernen an Schulen mit Laptops zugenommen hat? Ja. Da muss ich mal zu sagen, ich bin natürlich jemand, der dem Internet und der Digitalisierung im Grunde total positiv gegenübersteht. Und ich finde das auch gut, weil ich glaube, Schule muss aufs Leben vorbereiten und es gibt keine Berufe, die nicht irgendwie irgendwas mit Digitalisierung und Computer zu tun haben. Ich bin aber nicht dafür, dass wir zwanghaft alles am Computer machen, weil manchmal macht es einfach keinen Sinn. Wenn es aber einen Mehrwert gibt,
dann finde ich das richtig gut. Aber nicht zwingend alles irgendwie mit dem iPad oder sonst irgendwas. Nur wenn es Sinn macht, dann finde ich es gut. Also es muss eine Arbeitserleichterung geben. Mich nervt zum Beispiel dieses ewige Rumkopiere. Hätten wir alle ein iPad in der Klasse, dann gäbe es Dinge, die sinnvoll sind. Aber ich finde es zum Beispiel in Mathe wiederum auch toll, wenn man mal einen Zirkel in der Hand hat und einen Winkel mit einem Geodreieck und so weiter. Das finde ich auch wichtig. So die Mischung macht's. Wie alt bist du? 38, ganz viel. Weiter geht's. Welche Schule? Oberschule hatten wir schon. Nächste Frage. Wie alt bist du? 38, Claudi, hatten wir schon. Oh, Claudi kommt zweimal. Weiter. Wie viele Stunden haben Sie am Tag gelernt, als Sie kleiner waren? Liebe Eltern, jetzt müsst ihr ganz tapfer sein. Ich habe, aber das dürft ihr echt nicht erzählen. Hausaufgaben war auch nicht so mein Ding. Nee. Ich habe das immer nicht verstanden. Ich habe mir gedacht, warum soll ich die blöden Hausaufgaben machen? Ich habe es doch verstanden. Und warum jetzt nochmal und nochmal? Und ja, aber es gab auch Lehrer mit guten Hausaufgaben. Also wenn die Hausaufgaben Sinn gemacht haben, dann habe ich die auch gemacht, dann habe ich die auch gerne gemacht. Aber ich war so ein Buskind. Das heißt, ich bin morgens ungefähr 25 Minuten von zu Hause mit dem Bus zur Schule gefahren. Die Schule war so weiter draußen. Und da war immer so viel Zeit, da konnte man in Ruhe noch alle Hausaufgaben abschreiben. Also ich stehe mit Hausaufgaben ein bisschen auf dem Kriegsfuß. Per se finde ich die gut, aber es müssen eben gute Hausaufgaben sein. Und es gibt so dämliche Hausaufgaben, die machen einfach keinen Sinn. Und da denke ich immer, oh, Kinder, ich kann euch eigentlich auch nicht böse sein, dass ihr den Schrott nicht macht. Aber ihr wisst das ja, Hausaufgaben sollen aus dem Unterricht erwachsen, sie sollen sinnvoll sein, sie sollen vertiefen. Und wenn man das als Lehrer berücksichtigt, dann macht das Sinn und dann sollte man das als Schüler auch machen. Aber nicht so ein Schrott, ne? Weiter. So, warum haben Sie Ihr Intro geändert? Ich hatte das Gefühl, ich muss mal was Neues machen. Wobei ich das alte Intro wirklich mag. Aber ich habe schon oft Haue für gekriegt. Aber ich fand es irgendwie immer gut. Ich würde es auch immer noch bewenden. Aber das Neue finde ich auch ganz nett. Nächste Frage. Fiel Ihnen Mathe in der Schulzeit schwer? Nein, Mathe war hier so ein Läuft. So ein Läuft-Ding, sagt man heute. Ne? So, Tipps für Klausuren. Ich habe tatsächlich immer schon und auch später im Studium mit Lernkarten gelernt. Das war immer meine Methode. Das war super. Also wenn ich wirklich viel, viel Inhalt lernen musste, habe ich mir das alles so auf Karteikarten und dann so in der Reihenfolge und pauken, pauken, pauken. Fand ich super. Okay, nächste Frage. Seit 10K dabei. Wie finden Ihre Kollegen und Ihr Chef Ihren Kanal? Da will ich dir erzählen, wie das vor 3,5 Jahren war. Als ich damit angefangen bin, haben die Schüler natürlich das auch den Kollegen erzählt. Und da habe ich im Lehrerzimmer doch viel Hohn und Spott geerbt. Also das muss ich schon sagen. Also die Kollegen waren da echt hart im Gericht mit mir gesagt, oh, wie kannst du sowas machen? Ne? Wie unnötig und warum kannst du deinen Unterricht so hergeben und aufnehmen? Furchtbar und das können ja alle Schüler benutzen. Und also sehr, sehr kritisch und da ich ja Lehrer im Staatsdienst bin, muss ich das ja auch hochoffiziell anmelden und genehmigen oder anzeigen und so weiter. Und das habe ich alles gemacht. Heute, 3,5 Jahre später, sieht das schon ein bisschen anders aus. Also heute ist es, sagen wir mal, bei einigen Kollegen okay, andere finden es komisch, aber es gibt auch welche, die sagen, das ist eine super Sache, schön, dass du das machst. Also es hat sich ins Positive gewandelt, das muss man schon sagen. Nächste Frage. Haben Sie als Schüler auch mal abgeschrieben? Nee, also nie. So, wen oder was würden Sie retten, wenn es in der Schule brennt? Mein Laptop. Nein, also Spaß beiseite. Selbstverständlich kann man alles ersetzen, außer Leben. Ne? Also ich sag mal, wenn wirklich die Schule mal brennt und ich hoffe, ich werde das nie erleben, dann ist es wichtig, dass alle raus sind. Und den Rest, ja, das ist dann bitter und doof, aber ne? Wenn es dann nur Sachschaden ist und so ein Neubau, vielleicht erlebe ich es ja in meinem Leben ja mal, ein Schulneubau, das wäre toll. Ich habe bis jetzt immer nur in so, sagen wir mal vorsichtig, älteren Gemäuer gearbeitet. Nächste Frage. Woher kommt das doppelte Unterstreichen des Ergebnisses? Tja, wenn meine Banklehre doch wirklich im Nachhinein was gebracht hat, dann weiß ich aus der Lehre, aus dem Kaufmännischen, dass man Zwischenergebnisse einmal unterstrichen hat und das Endergebnis, also die Rechnungsbetrag, zweimal. Und das hat man wohl auch in der Mathematik übernommen. Also ich jedenfalls kenne ich viele Kollegen, die das machen und ich mache das auch schon immer. Ich finde das toll. Und beim Korrigieren ist das super, weil du auf einen Blick siehst, wo sind die Ergebnisse.
Nächste Frage. Universum oder Multiversum? Wow, willkommen in der Physik. Kurz und knapp, ich denke Universum. Weiter geht's. Mathematik war ich eigentlich immer so ein Zweierkandidat. Habe auch mal Einsen geschrieben, aber auch mal Dreien. Gab Themen, die fand ich doof, aber das war immer okay. Was ich doof fand nachher, als Mathe irgendwie keinen Sinn mehr gemacht hat, hier so Kurvendiskussion und Vektorrechnung und so, da habe ich immer gedacht, ja, das brauchst du auch wirklich nur in deinem Leben, wenn du Mathelehrer wirst. Und da hätte ich mir manchmal gewünscht, dass wir uns ein bisschen länger in, sagen wir mal, dieser Prozentrechnung und so weiter, aber es ist halt irgendwann erschöpft, ne? Aber Mathe war immer ganz nett. Bin ich ein strenger Lehrer? Ja, doch, das muss ich schon sagen. Ich kann schon ganz schön ätzend sein. Muss ich aber meistens nicht sein. In der Regel ist das wirklich nett und wenn die Klasse gut funktioniert, dann haben wir zusammen auch eine gute Lernatmosphäre und auch durchaus Spaß. Aber wenn es nicht läuft, dann sorge ich dafür, dass es läuft. Das ist tatsächlich schon so. Und ich finde immer, da muss man auch unterscheiden, das habe ich irgendwann in dem Video auch mal erklärt. Ich finde, im Nachgang, und da müsst ihr vielleicht mal eure Eltern fragen, im Nachgang bewertet man als Schüler strenge Lehrer anders. Natürlich sind während deiner Schulzeit und wenn du jünger bist, dann sind die coolen Lehrer irgendwie auch die besten. Ich habe das Gefühl, das dreht sich manchmal. Und ich glaube, man kann ein guter Lehrer sein, auch wenn man streng ist. Und man kann trotzdem herzlich sein. Das hört sich im ersten Moment ein bisschen komisch an, aber ich glaube, dass da so Akzeptanz, Professionalität und eben Lernatmosphäre ganz, ganz wichtig sind. Und wenn die Schüler das begriffen haben, dann wird man entspannter, die Lerngruppe wird ruhiger und dann macht es auch mehr Spaß. Aber manchmal ist das auch einfach so. Manchmal muss da erst ein bisschen Dampf gemacht werden. Nächste Frage. Wie kamst du dazu, den Kanal zu erstellen? Haben wir schon drüber gesprochen. Das war eine Lerngruppe, also eine Schülergruppe, die mich dazu motiviert hat. Nächste Frage. Haben Sie Haustiere? Ja, eins Hund. Nächste Frage. Also fangen wir oben an. Für meine Schüler ist das nichts Besonderes, dass ich Videos mache und ich gehe auch ganz offen damit meiner Lernmethode, also dem Flippen oder auch dem Nachhilfebereich mit Videos um und ich halte ab und zu auch mal Vorträge und so weiter darüber. Das ist total interessant und es gibt aber auch, das sage ich immer, es gibt Schüler, für die ist das was, für die ist diese Methode Lernvideo gut und es gibt Schüler, jo, für die macht das keinen Sinn, ne? Und das ist aber immer so, ne? Es gibt welche, die lernen bei Frontalunterricht gut und andere brauchen Gruppenunterricht. Dann gibt es welche, die brauchen Einzelunterricht. Andere machen es lieber ganz alleine. Es gibt verschiedene Lerntypen und es gibt eben eine Gruppe aus dem Gros von Schülern, die reagieren auf Lernvideos ganz gut. Ob Kollegen neidisch sind, na, ich weiß nicht. Und YouTube-Berühmtheit mit Sicherheit nicht. Also ich habe, ich weiß nicht, 70k ist natürlich ohne Frage für meine Verhältnisse bombastisch. Aber 70k im Vergleich zu Deutschlands YouTube-Szene ist natürlich gar nichts. Ne? Also wenn ich mir angucke, dass hier irgendwelche Schrottkanäle hier, Prank, ihr wisst selber, wenn die Millionen Abonnenten haben, dann muss man mal sagen, bin ich ein so kleines Würstchen. Weiter geht's. Herzlichen Glückwunsch. Warum war das Jahr 2000 doch ein Schaltjahr? Da habe ich, glaube ich, auch irgendwann mal ein Video zu gemacht. Und es ist tatsächlich so, dass man alle, ich glaube, 400 Jahre muss ein Schaltjahr dazwischen gefügt werden. Ich hoffe, ich habe es richtig in Erinnerung. Also auf jeden Fall gibt es so ein paar extra Schaltjahre. Ich bin mir aber jetzt nicht ganz sicher, ob es 400 sind. Aber ich weiß, dass ich dazu ein Video habe. Wenn du es genau wissen willst, guckst du das Video Schaltjahr. Da erkläre ich das. Nächste Frage. Wenn ich noch mal jung wäre, würde ich noch mal Lehrer werden? Ja, würde ich auf jeden Fall. Und wenn ich noch mal jung wäre, würde ich, glaube ich, früher mit YouTube anfangen. Aber Lehrer werden würde ich wieder. So, was sagen meine Schüler und Kollegen dazu? Ich habe schon erzählt, das ist nichts Besonderes mehr. Ne? Das erkläre ich einmal. Natürlich lauern die Kollegen dann einmal so, was macht er denn da? Und die Schüler gucken sich das an und die Eltern gucken sich das an. Und wenn man dann so nach dem ersten Schreck, oh Gott, ein YouTuber dann sagt, ach so, der macht ja Unterricht, dann geht das wieder. Ne? Und ich glaube, in Summe juckt das dann irgendwann keinen mehr. Aber ich habe auch bei Eltern, so wirklich einen festen Zuschauerstamm. Das freut mich dann auch immer. Ne? Ich werde auch gelegentlich dann auf meine Videos angesprochen. Das macht natürlich auch Spaß. So, weiter geht's. Wir haben es fast geschafft. Hui, langes Video heute. Also, 100k, bla bla bla, Dunning-Kruger. Welche Fächer unterrichtest du? Und wissen deine Schüler, dass sie YouTube machen? Ja, habe ich alles erklärt. Natürlich wissen meine Schüler, dass sie YouTube machen. Ich komme aus einem Kaff, ne? Das kann man nicht anders sagen. Und da hat sich dann irgendwann mal rumgesprochen, dass es da irgendeinen gibt, der ständig in die Kamera guckt.
Ja, das ist so. Aber das hat nichts, auch wirklich gar nichts mit Berühmtheit oder so zu tun, sondern man weiß das halt. Ne? Das ist wie so, dass du weißt, dass der andere hinten irgendwie Fußball spielt oder so. Also nichts Besonderes. Nächste Frage. Müsstest du eigentlich Rektor Schmidt heißen? Ah, die Frage ist mit durchgerutscht. Das wollte ich eigentlich vertuschen. War Lehrer der Traumberuf? Ja, also auf jeden Fall. Lehrer war mein Traumberuf und Rektor Schmidt, da ist jemand, der gut Bescheid weiß. Tatsächlich arbeite ich viele, viele Jahre in der Schulleitung, bin auch Schulleiter. Trotzdem, und das ist mir immer ganz wichtig, bin ich eben auch Lehrer. Ne? Ich bin Lehrer geworden, um Lehrer zu werden und ich unterrichte auch gerne. Und deswegen heißt es Lehrer Schmidt und es bleibt auch Lehrer Schmidt. 73. Mein Lieblingsfach früher in der Schule. Ja, mal Mathe, mal Erdkunde, aber auch mal Biologie. Physik fand ich gut. Es gab Biologie, fand ich gut. Das hat immer ein bisschen gewechselt. Ich habe immer, aber Naturwissenschaften war es schon eher. Wie lange bist du Lehrer? Ich glaube 11 oder 12 Jahre. Ich müsste es nachgucken. Oh. Also könnte ich mir vorstellen, YouTuber zu werden und aufzuhören, in der Schule zu sein? Die Antwort ist ganz klar nein. Und meine Intention ist auch nicht auf YouTube dreckig viel Geld zu machen. Ne? Also das mache ich nicht. Also ich unterbreche meine Lernvideos auch nicht alle 3 Minuten, um da irgendwelche Werbung zu schalten. Nein, das ist nicht meine Intention. Das will ich nicht. Da gibt es andere Kanäle, die verurteile ich dafür. Wisst ihr, da macht man ein Video, weil man vielleicht auch eine Message hat oder was vermitteln oder was lehren will. Und dann kommt eine Werbeunterbrechung zwischen. Ich finde, das geht überhaupt nicht. Ne? Also da verzichte ich auf die Geschäftsidee und freue mich, wenn ich anderen helfen kann. So. Das war's. 75 Fragen. Es müssten aber, so war es meine Idee, insgesamt 70 verschiedene Fragen gewesen sein. Und das soll dann auch mein vielleicht etwas langatmiges YouTube 70K-Special gewesen sein. Viel zu früh. Ich hatte das überhaupt nicht geplant. Also man hat ja immer so eine Schätzung über Social Blade, wann man so ungefähr dran ist. Aber die letzten Wochen liefen doch unfassbar gut. Viel besser als erwartet. Und auch die Klickzahlen waren bombastisch. So dass ich ein bisschen überrascht war, sonst hätte ich vielleicht noch was anderes vorbereitet. Aber beim nächsten Mal bin ich wieder vorbereitet und jetzt geht es an die 80K dran. Und da freue ich mich natürlich drauf. Ne? Es ist einfach auch schön, wenn das Baby so ein bisschen läuft. Also, ich bedanke mich für die letzten 3,5 Jahre. Ich hoffe, dass euch dieses lange Video gut gefallen hat. Eigentlich habe ich viel zu viel preisgegeben. Hoffentlich ärgere ich mich da mal nicht drüber. Aber wer mich kennt, der weiß das auch. Ne? Und sonst fragt mich einfach. So, ich bin raus. Danke fürs Zuschauen. Okay, das war's.